dismantle the dam. Another huge engine released by the gas. We know who touched under the dam. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, aber es kommt nun tatsächlich doch noch eine Retro-Review. Und dafür gibt es einen ganz besonderen Anlass, da es hierzu eine kleine Hintergrundgeschichte gibt. Und das Spiel ist auch wirklich was Besonderes. Für mich ist es nämlich der Urvater des Trash-Games, nur für MS-DOS. Beziehungsweise halt das erste Trash-Games, das ich gezockt hatte. Und daher möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Wir schreiben das Jahr 2020. Seit Jahren habe ich diese eine Erinnerung, diese eine Frage, diese Erinnerung, wie ich als Kind vor dem Rechner saß. Ich bin irgendwie an dieses eine Spiel gekommen. Ich weiß nicht mehr wie oder woher es kam, aber ich hatte es. Dieses eine Spiel, in dem man eine sich drehende Bierflasche im Weltall steuert. Andere Bierflaschen, Kloschüsseln, Gehirne, Windows-Logos und viele weitere skurrile Dinge abschießt, wo seltsame Soundeffekte zu hören waren. Seltsame Lieder willkürlich gespielt wurden. Ich kann mich noch extrem gut daran erinnern. Jahrelang wusste ich nicht, was das für ein Spiel war, wie es hieß, was es damit wirklich auf sich hatte, bis ich jetzt, 20 fucking Jahre später, mich endlich zur Ruhe setzen kann, nachdem ich durch einen Zufall rausfand, wie es hieß. The Last Eichhorn. Und es fühlt sich an, als hätte ich ein Puzzleteil meines Lebens zugefügt. Denn es gibt noch eine andere Story und diese Story ist unmittelbar mit dem Game verknüpft, was ich vorher gar nicht wusste. Als Kind ging ich vor der Grundschule zur Vorschule. Ihr müsst wissen, dass ich wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte Fantasie haben konnte. Und damals hatte ich meiner Betreuerin erzählt, dass Züge und Autos durch den Himmel fliegen und so weiter. Meine Betreuerin hat mich danach für komplett gestört gehalten und wollte mich zuerst auf eine Förderschule schicken. Wegen zu viel Fantasie, alles klar, Bitch. Ich selber hatte dieses Szenario gar nicht mehr im Kopf und ich habe mich gefragt, wie ich auf sowas gekommen sein könnte. Nun habe ich dieses Spiel wiedergefunden und ratet mal, was genau in diesem Spiel vorkommt. Als ich das rausgefunden habe, dachte ich spinne. Es hat sich halt wie bereits erwähnt so angefühlt, als hätte ich nach fucking 20 Jahren ein verstecktes Puzzleteil meines Lebens gefunden. Aber zurück zum Spiel, ich denke mal nicht, dass ihr hier wegen meiner Lebensgeschichte da seid. Fickt euch, schämt euch, aber gut, zurück zum Wesentlichen. Ich liebe dieses Konzept des Spiels, weil es wie bereits erwähnt einer der Urgroßväter des Trash Games ist und dementsprechend auch herrlich geisteskrank. Wir sind eine Bierflasche, die fliegt im Weltraum und ballert andere Bierflaschen ab und Apple-Logos. Daher vielleicht meine unterschwellige Abneigung meinerseits gegen Apple. Spaß an alle Apple-Fanboys, ihr seid cool und ich möchte ja jetzt nicht in den sauren Apfel beißen, indem ich über Apple herziehe und mir euren Zorn auf euch ziehe. Andersrum, auf mich ziehe, meine ich. Was noch? Achso, irgendwelche Teetassen und Kannen und Gehirne. Ich entdecke ein Muster. Viel mit Gehirn hatte ich nämlich ebenfalls nie am Hut gehabt. Und, ja, ich lasse euch mal eine Weile reinschauen. Viel Spaß. Rucksack! Rucksack! Jetzt musst du durchs Feuer gehen. Der Ball fliegt und fliegt, bis er nicht mehr zu sehen ist. Jetzt musst du durchs Feuer gehen. Hier noch ein paar Randdaten, die ich mir aus Wikipedia gezogen habe. Es handelt sich hierbei um ein Shoot'em-up-Spiel, welches 1993 entstanden ist und für MS-DOS veröffentlicht wurde. Wir steuern, wie bereits erwähnt, eine Bierflasche im Weltraum, genau genommen der schweizerischen Brauerei Eichhof. Wir zerballern, wie gesagt, hauptsächlich andere Bierflaschen, weichen gelegentlich mal einem Pac-Man aus, schießen auf Züge, die gerade auf dem Weg durchs Weltall zur Förderschule sind, weil die Insassen zu viele Bierkriegsspiele gespielt haben, in denen Bierflaschen auf Bierflaschen im Weltall schießen und die Insassen davon labern, wie Züge durchs Weltall fliegen, wo schweizerische Eichenhofer Bierflaschen auf dessen Züge schießen. Wie auch immer. Die Soundeffekte des Spiels wurden zum Großteil aus Film- und Musikstücken als Samples entnommen. Und das Spiel wurde übrigens neu für Windows 8 portiert. Das heißt, ich denke, ich setze mich mal kurz an den Rechner und gönn mir. Wir sehen uns.